Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online. So, ich nehme jetzt gerade wie angekündigt direkt im Anschluss auf. Ich glaube, das ist jetzt hier gerade schon die Sonntagsfolge. Es kann auch gut sein, dass jetzt am Montag und am Mittwoch immer noch Chrissy mit dabei ist. Einfach, weil ich mir so ein bisschen so ein Folgenpolster gerne verschaffen möchte. Vielleicht ist sie sogar noch länger dabei. Aber keine Angst, mein neues Quarterhorse, wie auch immer es dann heißen wird, das kommt schon noch früh genug mit und dann auch noch mal eine ganze Weile länger. So, Scott. Scotty, beam me up. Wie sieht's aus wegen dem Bericht? Ich danke dir. Wie heißt du überhaupt? Ich heiße Scott Buttergood. Schön, dich kennenzulernen, Tiffany. Ich kann gerne eine kleine Pause machen. Die Arbeit nimmt sowieso kein Ende. Du hast also Junior aus unserer Familie getroffen. Was hältst du von ihm? Du musst nicht antworten, Tiffany. Er ist ein unangenehmer Zeitgenosse, ich weiß. Man könnte sagen, dass das in der Familie liegt. Unser Vater Waldemar ist der unfreundlichste Mensch, den ich je getroffen habe. Glücklicherweise wurden wir damit verschont, ihn als Kinder oft zu sehen, da unsere Mutter uns aufgezogen hat. Als sie starb, dachte ich, dass unsere Familie dem Untergang geweiht wäre, aber unsere Brüder haben trotz allem zusammengehalten. Weshalb unser Vater uns nicht aufgezogen hat? Nee, du Tiffany, wir waren auf uns alleine gestellt. Er war nur an Junior interessiert, um Robert und mich hat er sich nie geschert. Schau nicht so traurig. Es war Junior, der den Kürzeren von uns gezogen hat. Wenn du Mitleid mit jemandem haben willst, dann mit Junior. Pikachu? Genug mit dem Gefasel jetzt. Ich muss mit dieser undankbaren Arbeit des Brückenbaus weitermachen. Reite mit dem Bericht zu Junior, Tiffany. Und denke besser zweimal darüber nach, ob du die Brücke benutzen willst. Sie ist noch nicht fertig und ich kann dir nicht garantieren, dass sie hält. Aber das ist deine Entscheidung. Bis dann. So, dann wollen wir doch mal zurück zum Junior. Ich sag einfach, ich könnte auch Junior sagen. Ich sag jetzt aber Junior, weil Buttergood sich ja eigentlich ja auch mit ja dann auch Englisch gesprochen. Hups. Ich bin gespannt, was mein Freund geschrieben hat. Aber ich mache jetzt die Folge natürlich mit euch. Hochkonzentriert. Gehe ich euch damit eigentlich auf die Nerven, wenn ich das so... Ich freue mich halt immer so drüber, wenn er mich schreibt. Hast du den Bericht? Gut, ich brauche etwas Papier, um heute Abend das Feuer anzuzünden. Ob ich das nicht lesen werde? ich würde das niemals lesen. Ich kommandiere Scott nur gerne herum. Er muss manchmal daran erinnert werden, wer in dieser Familie das Sagen hat. Ein nicht so toller Zeitgenosse, definitiv hier. Du solltest mit jemandem wie Pamela nicht abhängen. Sie ist kein guter Umgang, musst du wissen. Sie versteht nicht, welche drei Dinge im Leben wichtig sind. Geld, Geld und noch mehr Geld. Nur die GED hat etwas Ahnung auf dieser Insel, aber alle anderen werden noch sehen. Ich habe große Pläne. Du suchst nach meinem Bruder Robert? Warum willst du diesen Tölpel treffen? Pamela braucht Hilfe bei der Reparatur der Bienenkörbe. Nee, du. Ich mag keine ungebetenen Gäste auf meinem Grundstück. Verschwinde. Ich habe versprochen, dir zu helfen, wenn du den Bericht holst. Habe ich das? Ich denke nicht, dass ich das versprochen habe, aber daran würde ich mich auf jeden Fall erinnern. Aber ich bin heute besonders nett, also okay. Robert ist wahrscheinlich unten beim Baumwollanbau und arbeitet. Los jetzt. Baumwollanbau, so, was die hier alles machen in dem... Oh nein, ich habe einen Baum gefunden. Und einen Abhang auch noch. Heide, nein. Ja, Baumwolle, was... Ich wusste gar nicht, dass die Baumwolle haben. Siehst du? Wieder was dazugelernt. Wie gut, dass ich das Let's Play noch ein zweites Mal mache. Ansonsten hätte ich das gar nicht mehr gewusst. Ach ja. Das ist so schön hier mit den Büschen überall. Hallo, ich bin Robert Buttergood. Wer bist du? Tiffany, schön dich zu treffen. Wie kann ich dir helfen? Pamela sagte, dass ich dir helfen kann, Frau X zu treffen. Das ist keine kleine Sache, um die du mich bittest, aber wenn du Frau X wirklich treffen willst, willst du sicherlich auch die GED hier in der Erntefeldprovinz aufhalten? Wenn du mir eventuell vorher mit einer kleinen Sache behilflich sein könntest? Na klar. Ob ich ein Mitglied von Chill bin? Klar, aber ich gehöre nicht zu den inneren Kreisen. Ich weiß nicht mehr über die Organisation, als ich sollte. Sicherheit geht vor, wie Frau X zu sagen pflegt. Ich weiß so gut wie gar nichts über die anderen Mitglieder oder was sie gerade planen. Wie kommt es, dass ich Chill beigetreten bin? Ja, du Tiffany, das ist eine lange Geschichte.
Aber ich kann dir die Kurzversion erzählen, dafür ist Zeit genug. Hinter mir befindet sich die Brücke zur Bärenlandzunge. Das Tor auf der Brücke ist verschlossen, sodass du nicht daran vorbei kannst. Wie du siehst, ist die Bärenlandzunge eine Einöde, wo nichts wächst. Das Land ist ruiniert, seitdem Junior dort nach Öl gesucht hat und die GED daraufhin die Arbeit vervollständigt hat, indem sie nach... wonach auch immer sie hier in der Erntefeldprovinz gesucht haben. Dass die GED die Bärenlandzunge irgendwann verließ, ist Jills Verdienst. Eine aufregende Geschichte, aber darüber können wir weiterreden, wenn wir mehr Zeit haben. Auf jeden Fall bin ich Jill beigetreten, nachdem ich herausgefunden habe, was mein Bruder und die GED auf der Bärenlandzunge angestellt haben. Jetzt müssen wir an die Arbeit, Tiffany. Wir werden eine kleine Sabotage bei der GED hier in Fort Naseburg planen. Nichts Gefährliches, aber jede kleine Sache, die wir tun können, um sie aufzuhalten, ist einen Versuch wert. Die GED lagert einen Teil ihrer Materialien hier auf unserem Grundstück. Das sind alles Fässer mit gefährlichen Chemikalien und eine Menge Maschinen. Die Maschinen werden wir sabotieren. Sand im Gastank ist ein Klassiker. Ich habe die Maschinen der GED schon einmal sabotiert, aber JR hat irgendwann begonnen, mich für die ganzen kaputten Ausrüstungen zu verdächtigen. Seine Augen sind auf mich gerichtet, sodass ich keine Chance mehr habe, damit weiterzumachen. Der Plan ist, dass ich hoch zu Junior gehe, damit er sieht, dass ich nichts gemacht haben kann, während du den Gastank jeder Maschine mit Sand befüllst. Ein perfektes Alibi für mich. Das wird Junior Kopfschmerzen bereiten, das verspreche ich. Wenn du das machst, kann ich dir danach sagen, wie du Frau X finden kannst. Okay, ja, dann wollen wir das doch mal tun. Die GED zu sabotieren ist eine meiner Paradeübungen, würde ich mal sagen. Da haben wir mittlerweile noch einiges an Übung drin. So, auch gut, dass hier, Aber es ist doch kein Gastank, das ist eine Mischmaschine. Das ist so ein Betonmischer, aber kein Gastank. Bröms. Jetzt ist das Teil kaputt. Los, Chrissy, wir müssen hier weg. Ansonsten braucht man überhaupt nicht mehr zu überlegen, wer das gewesen sein könnte. Dann ist es offensichtlich, wer das war. Das darf nicht passieren. Ansonsten können wir nicht mehr verdeckt hier gegen die GED vorgehen. Bröms. So. Es ist das gut, dass Chrissy so friedlich ist. Da kommt einer runter, der hat uns hoffentlich nicht gesehen. Da oben ist die nächste Maschine. Das ist auch kein Gastank, das ist eigentlich eher eine Kreissäge. Aber whatever. Kann man ja mal vertauschen, ne? Das ist ja, das kommt schon mal vor, habe ich gehört. Macht die Riley Appleback auch gerade die Aufgaben hier bei der GED? Das heißt bei der GED, gegen die GED viel eher. So. Guck mal, die stehen da und die kriegen das nicht mit, wie ich das Ding sabotiere. Na gut, dass die GED-Mitarbeiter nicht unbedingt die allerhellsten Kerzen auf der Torte sind. Das haben wir in der Zwischenzeit schon mitbekommen. Das ist auch krass. Überlegt euch mal, wir sind jetzt schon wieder bei über 300 Folgen. Angefangen habe ich, glaube ich, im Oktober 2018 auf diesem Account, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist schon... nicht schlecht, was wir auch in der Zeit schon wieder alles geschafft haben, ne? Haha, gute Arbeit, Tiffany. Das wird der GED zu denken geben und Junior wird nie dahinter kommen, wie das passieren konnte. Das ist sicher nicht das Schlimmste, was der GED passiert ist, aber jede kleine Sache zählt hier. Ich habe dir versprochen, dass du in Kontakt mit Frau X kommen wirst und ich halte es auch ein. Ich weiß nicht, wer Frau X ist, aber du verstehst das sicher. Wenn ich es wüsste, würde ich trotzdem nichts sagen. Du scheinst zwar ehrlich zu sein und so, aber Sicherheit geht vor, wie Frau X zu sagen pflegt. Ich erzähle dir dann, wie du meinen Kontakt in New Hillcrest treffen kannst. Eine Person, die zum inneren Kreis von Chill gehört. Wenn jemand ein Treffen mit Frau X arrangieren kann, dann ist es diese Person. Ich werde dir nicht sagen, wer es ist. Man weiß nie, wer gerade zuhört, aber ich bringe dir einen geheimen Satz, bei dem du nutzen kannst, um meinen Kontakt zu finden. Sprich mit den Bewohnern in New Hillcrest und sage ihnen diesen Satz. Die Kälte verbreitet sich in Epona. Oh, Winter is coming! Wenn jemand mit, aber bald wird es wärmer antwortet, weißt du,
dass das die richtige Person ist. Um nach New Hillcrest zu gelangen, musst du um den großen Donner herumreiten, also um die große Schlucht, die Epona in zwei Teile teilt. Vielleicht findest du eine Stelle, wo du hinüberreiten kannst, aber mache dir da besser keine zu großen Hoffnungen. Reite zurück zum Mondsicheldorf und dann nach Osten durch den Spiegelsumpf. Bleibst du auf den Pfaden, wirst du am Ende einen Weg nach Süden finden. Dann sollte es nicht mehr lange dauern, bis du New Hillcrest erreichst. Wir sehen uns sicher wieder, Tiffany. Viel Glück. 80 Erfahrungspunkte bringt uns das. Krasse Sache. Ja, wir könnten rein theoretisch auch über die Brücke reiten, aber ich weiß nicht, ob wir das dürfen. Aber, ja, die nicht, aber die oben. Die kaputte halt. Da kommen wir ja eigentlich problemlos drüber. Weil eigentlich müssen wir nicht durch den Spiegelsumpf. Das ist ein riesen Umweg. Normalerweise müssten wir doch über den großen Donner auch so drüber kommen. Also, wir können ja springen, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Ging das an dieser Stelle oder ging das nicht? Doch, es geht. Der große Donner. Wir haben ihn überquert. Und da hinten, da sehen wir schon die Häuser von New Hillcrest. Wir sind jetzt in Ost-Epona. Da oben, wie gesagt, geht es rauf. Nach Fort Maria, da ist der Championatsplatz. Ich mag das Championat hier in New Hillcrest sehr, sehr gerne. Es ist anspruchsvoll, aber es macht Spaß. So, New Hillcrest mit seinen Straßen und den Verkaufsstellen, wo wir friesische Sportpferde haben, Isländer, englische Vollblüter, Lipizzaner. Hauptsächlich Isländer stehen hier rum. Shire Horses stehen hier auch noch. Und ein altes Quarter Horse. Jo, so sieht's hier aus. In New Hillcrest. Oh. Aha, aber bald wird es wärmer. Gucke mal da. Sunshine Joy Tree. Ich war mir nicht mehr sicher, ob sie's war, aber ich dachte mir, ich spreche sie einfach an. La la la. Was? Sagtest du, dass die Kälte sich in Epona verbreitet? Aber bald wird es wärmer. La di da. Du kennst den geheimen Satz, aber ich kenne dich nicht. Seltsam. Ich dachte, dass Robert kommen würde. Wirklich seltsam. La-di-la-di-da. Wer bist du? Die Gutste hier, die ist schon so ein bisschen verpeilt. So, wir haben angefangen, uns einen Ruf in New Hillcrest zu erarbeiten. Da unten finden wir noch den New Hillcrest Stall. Und hier sind diverse Shops, wo wir auch mal noch bei Gelegenheit reingucken können. Ach ja, aber ihr Lieben, Isländerchen, ich weiß noch nicht, es wird bestimmt ein Isländer einziehen, ich weiß nur noch nicht welcher. Es kann auch sein, es zieht einer ein, den ich selber eigentlich schon habe, das weiß ich aber noch nicht genau. Das kann ich euch noch gar nicht sagen, lasst euch einfach mal überraschen, ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welcher Isländer euer Favorit ist. Ich habe unter diesen hier ganz klar drei Favoriten. Wo ich, oder vier Favoriten, sagen wir vier Favoriten, an denen ich überlege. Drei davon habe ich nicht, einen davon habe ich schon. Oder sagen wir, ich habe noch einen Favorit mehr. Und zwei davon habe ich dann und drei davon nicht, von fünf Favoriten. Also dann, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!